Wir gucken uns mal an, was so bei Twitch passierte in iRacing. Oh, wow. Muss ich gerade sagen, Cashin, ich hoffe, es ist Cashin It. Ich finde den eigentlich sehr sympathisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal, also gerade als ich angefangen habe mit iRacing, habe ich ganz viel bei ihm zugeguckt. Weil der nicht so tilt war, aber trotzdem irgendwie sehr gut fährt. Also der hat richtig was auf dem Kühler, sag ich mal. Ist ein cooler Typ. Also nicht, dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne und nachher hat er doch Dreck am Stecken und schreit in jedem zweiten Rennen. Aber zumindest in den Streams, in denen ich zugeguckt habe, war nichts. Oh. It's gonna happen. You got a toy car on the right. Go left. The next car is the leader. Go right. Oh, schade. No. The lead is fitting now. Left side. You've got wheel damage. Clear. We got damage on the front end. You've got damage on the right side. Typical Spa things. Ich sag's immer wieder. Irgendwoher kommt mir diese Melodie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, woher. Jedes Mal, wenn ich das gucke, es erinnert mich an irgendwas. Und gefangen Ruhe. Nice. Hey man, I'm watching you on 1440p. Damn, Skipple. That's incredible. Whoa, shit! Shit, my bad. Nah, it's all good. Saved it. Thank you, Ace Attack. Yep, got it. Nah, no problem. Maga, du kannst dir wirklich... Ich sag's, wie es ist. Du kannst dir keine bessere Werbefigur vorstellen als Matt Malone. Das war die beste Werbung, die man machen kann. Matt Malone ist auch Zucker. Fantastischer Typ. Thank you. Fantastischer Typ. They just don't want to happen again, Alex. Jeez. Uh-oh, you know what's gonna happen. Es wird gleich laut. Press the throttle! Jesus Christ, what a race, man! Press the throttle, man, into everyone. Holy shit! Three times killed by idiots. Okay. Ja, in Janskis Worten, in dieser Folge schreit Pablo. Auf eine gewisse Art und Weise ist Lubo ist mein Sprachrohr. Lubo macht das, was ich nicht mehr mache. Einfach nur, weil ich mein Herz schonen möchte. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich in meiner iRacing-Karriere das Gefühl, ich arbeite sehr stramm darauf hin, mit 39 einen Herzinfarkt zu kriegen. Aber Lubo lebt das für mich aus. Und ich meine das an gar keiner Stelle ironisch. Dieser Boy, super viele Leute mögen den überhaupt nicht. Ich feiere den wirklich. Ich feiere den einfach. Ich feiere Lubo, auch wenn er was macht, was ich eigentlich nicht feiere, in diesem ganzen Road-Universum. Aber ich kann mich jedes Mal, ist egal was da passiert, einfach nur wegpissen, wenn ich das sehe. Ich hoffe, es wird so ein Ding. It's gonna happen. It's gonna happen. It's gonna happen. Left side, front in, clear. Ah, they take it off. Go get some. Left side, clear. Nichts. Left side. Nichts. Es kommt clear. Nichts. Left side. Es kommt einfach gar nichts. Oh, Lubo ist schon wieder ganz stark am Arbeiten. Ihr seht das gerade nicht, aber ach doch, ihr seht das oben. 207 Safety Rating. One on the right side. Still there. Dummer Huren, so ein Audi, Alter. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Lubo-Clip, Alter. Ah, Mann, die Leute sind einfach so fucking tilt in Split 1. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Boah, ich hätte wirklich keinen Spaß am Leben. Hätte ich nicht. Deswegen sage ich ja, Lubo ist einfach so, wisst ihr, das, was man selber irgendwie nicht macht, aber super gerne manchmal machen wollen würde. Wisst ihr, so einfach mal so richtig schön raustilten. Danke. Das ist wie Blätten. Blätten ist genauso mein Spirit Animal. Es gibt so Menschen, die sind meine Spirit Animals, weil ich mich selber darin wiedererkenne und das total schön finde. Green, green, green. There's an incident ahead.
Very good. Well done. Okay. How hard can it be? Right side. Clear the right. Right side. Yeah, I'm not even surprised. Clear the right. You just stay back there for a second there, buddy. Right side. Uh-oh. Stay on the left. Good gravy, you stupid! Right. Right side. Clear the right. Fuck's sake. There's an incident behind. My god! Wow, eight. You couldn't wait. No bumper tap here to Bo Griffin and... Okay. Interessant. I mean, these two didn't play nice all night long. Griffin definitely makes it very dirty there, though, at the end. And very much wait, making what? Sure their disappreciation is shown. How about dueling burnouts? Why don't we? I don't think Carith is trying to do a burnout. I think he's partaking in extracurricular activities, let's say. Well, this got wild. Huh? I wonder if the contact in turn one may have had something to do with the give and take going to what's a take? Conti taking that car over as he actually comes up to Aaron Bean for the Trading Paints car. And that white paint scheme is deliberate, I can tell you, if you watch their social media. It's not completely spotless. They did put that Trading Paints logo, but that I love their sense of humor on Twitter and their posts. So definitely a nice sense of irony. In the meantime, Blake. Oh, das ist wieder Split 1. Nice. Yep, that's good. Yep, that's really good, bro. Really good, bro. Oh, nice. Nice, he got DQ'd. Get fucked. And... Ah, yeah! Mensch, Lubo, du hast dir aber die Woche richtig eingegönnert, Junge. Hauptsache, der schiebt den einfach von der Strecke. Okay. Ein Sorg. Einfach nur Kopf geschüttelt. Oh, no, però così no, Aspetta, ma che cazzo di bisogno c'è a fare ste partenze, da? La gara Hosted, ma vai a cacare. Oh, ma dove va questo? Oh, Bagger, du kannst doch teil beim Hochfahren nicht so auf die Bremse treten. Oh, ma dove va questo? Oh, das kann der Hintermann ja nicht ahnen. Alter, von Walter. Holy moly, Junge. Ma dove stracazzo si è buttato? He's gonna challenge for the second position. The race is official. Wilson coming up to the back of Lowe. He's got to make two passes in one lap if he wants to deny Falkingham that first win. The current reigning champion already moving down to the inside. Garrett Lowe yeah, run, does Ida. Not fight him hard. He allows him through. What can Daniel Falkingham do to hold on to this win? Are the tires enough for Stephen Wilson? He doesn't have help from behind either. It has got to be all on that rubber to be able to drag himself up to the win. Down into turn three. He gains yet more on the entry to the corner. The 54 trying to get down to the apron. Does he cover the inside in time? He does late. It bulks the number 10 as they come to the turn four exit. Will this be enough? Or is this going to be a run to the line? Stephen Wilson follows him out. But no, he doesn't have the momentum as Falkingham is going to get his first win in eNASCAR. Das war schon schön. An unbelievable run by Stephen Wilson. Ich glaube, der freut sich. I don't know why when I put the third gear early, the car just understeers. It's a bit weird.
wheel bearing. What the fuck? Was war das denn? Okay. Carbon da big time, ne? Fucking hell. Youth. Right side. Clear. You cannot be serious, man. Car right. Your front wing is gone. Clear. We got damage on the front end. Das war bitter. Das war wirklich bitter. Uh-oh. Thank you, Legends. Clear. Hey. Why you let me bike when you don't let me brake on the racing line? I don't get, man. I don't get. Why you want to lose the group together? What? Stay on the left. There, okay, the same shit, man. Why never people leave... Oh, my four feedback light. Why never people leave me space? Why? Fucking why, man? What's a giga move? Every time, same people... my four feedback is dead. Fuck. Nochmal? Oh, das ist hier der Cube Controls, Fefe. Von vorhin. Der den anderen auch geschoben hat. Und wieder. Man, this fucking guy is shit, man. I swear to God, again turn into me. Next time I see him, I fucking kill him, man. Fucking doxy driver. He just fully turned into me again. It's so bad, this guy. It's second time he do the same shit. Next time, don't worry, mate. I will do the same shit. Fucking doxy team. Every time the same. Nee, ich glaube, der hat sich wirklich nicht beliebt gemacht, diese Woche. He's so bad, this guy. But he's trying to wreck me, man. Fuck, these door guys are absolutely ridiculous. Kommt das jetzt nochmal? Car on. Keep to the left. Clear. What the idiot, man. Keep to the left. These door guys, he doesn't know his friend is with the Smurf account. Why he's trying to win the race like this? Luca, go, go, call more friends. Go, call more friends. Go, run, run, run. Move it, move it. What? What? I take off the limiter after. Ich hab das Gefühl, die Sparwoche war fantastisch. Oh, das endet nicht gut. Nope. Ich habe so das Gefühl, also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber so Leuten wie Lubo und Pablo, denen, da wird das schon mit Absicht so ein bisschen auch forciert. Von anderen habe ich das Gefühl. So viel Pech kann man noch gar nicht haben. Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Das ist auch immer so hart an der Grenze alles. I swear to God, I will just destroy all of these people. Next time I race versus them. I swear to God. I swear to God. Auf dem Gas. Wo ist er hin? Der letzte, es ist einer hinter mir. Es ist genau einer. Ach, was ein Scheiße. Hinter mir und er schafft es nicht, vom Gas zu gehen. This is first, right? It, that's one. Oh, I need to put... Showing these people, man, come on! I got a 0x and now 4x, but these people is stupid. 6k and they still putting pit limiter here. Go out of the way, man, it's practice. My goodness. Deswegen fahre ich persönlich kein Spar mehr. Zu viel Tilt. This guy is a moron. Always doing the same shit with his smurf, man. Where are you going? One lap practice, one lap practice. Yeah, and later on the race you went slower, eh? Hey, oh, one lap practice. Go eat bag of dicks. He qualified in front of me, and now with practice is slower. Yes. Rat kids.
Jetzt geht's das so, Mann. Ich sehe schon. Okay. War eine gute Woche auf Spa. Hey! Bei dem war gelbe Flagge nicht optional. Nice, Alter, das war richtiger Win. I had to choose between all the brakes or all the throttle then. We got through. Geil. Das war wirklich gut. Okay, das war wirklich eine sehr wilde Folge. Das war wirklich eine sehr wilde Folge.